Wir erforschen Synthesemethoden, Konzepte für Synthesemethoden, die es erlauben, nachhaltig umweltfreundliche organische Verbindungen zu synthetisieren. Diese Verbindungen sind von großer Bedeutung für die Anwendung im Pflanzenschutzbereich oder aber auch der pharmazeutischen Industrie. Mich hat von jeher begeistert, dass man wie ein molekularer Architekt Verbindungen gezielt herstellen kann, die neue biologische Aktivitäten zum Beispiel mit sich bringen. Es gibt weiterhin enorme spannende Aufgaben und Probleme im Bereich der Synthesechemie. Das ist nicht nur die Synthese neuer Verbindungen, sondern auch zum Beispiel die Verwendung von Kohlendioxid als C1-Baustein. Das ist im Bereich der Energieforschung zu sehen. Spannend ist unter anderem die Entwicklung einer umweltfreundlichen, grünen, nachhaltigen Chemie und dafür die Entwicklung von neuen Konzepten der homogenen Katalyseforschung. Wenn wir die Lebensläufe bisheriger Leibniz-Preisträgerinnen und Leibniz-Preisträger betrachtet, meine Damen und Herren, dann entdeckt man ganz schnell ähnliche Muster. Wissenschaftliche Eigenständigkeit in jungen Jahren, oft jedenfalls dort, wo experimentalwissenschaftlich gearbeitet wird, durch die Leitung einer eigenen Nachwuchsgruppe. Forschungsprogramme, die über Jahre hinweg mit der nötigen, sagen wir mal, Insistenz konsequent entfaltet und entwickelt werden. Und das ist das, was dann zu wissenschaftlichen Spitzenleistungen auf höchstem internationalen Niveau führen kann. Und so ist es auch bei Herrn Ackermann. Jahrgang 1972 hat er in Kiel Chemie studiert, ist dann nach Rennes an die Universität gegangen, dann ans Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim. Leider nicht der einzige Leibniz-Preisträger an diesem Institut, Herr Ackermann. Und ist dann schließlich in Dortmund promoviert worden. 2001 hat er einen Postdoc-Aufenthalt in Berkeley angeschlossen, 2003 eine Eminöter Nachwuchsgruppe eingeworben, die ihn an die Universität München geführt hat, und 2007 hat er einen Ruf nach Göttingen angenommen, wo er seither forscht und lehrt, seit 2015 als Direktor des Instituts für organische und biomolekulare Chemie. Geehrt werden Sie, Herr Ackermann, heute für bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiet der Katalyseforschung. Vom Nominierungsausschuss für diesen Preis sind dabei vor allem Ihre Forschungen zur katalytischen Aktivierung von Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen hervorgehoben worden. Als grundlegendes Phänomen schon lange bekannt stellen solche Katalysatoren für CH-Aktivierung von Kohlenwasserstoffen einen Eckpfeiler der chemischen Industrie dar. Aber es müssen hierfür oft Edelmetallverbindungen herangezogen werden, die selten sind und daher auch teuer. Demgegenüber ist es, Herr Ackermann, manche haben das an den Tafelanschrieben schon irgendwie erkennen können, gebildete Leute, ist es Herrn Ackermann gelungen, Alternativen zu bisherigen Katalyseverfahren zu entwickeln und grundlegend neue, und zwar umweltschonende Herstellungswege für ein ganzes Spektrum von chemischen Produkten zu erschließen. Viele dieser Verfahren haben weltweit Maßstäbe gesetzt und sie legen nicht zuletzt auch die Grundlage für spätere industrielle Großanwendungen. Es ist mir eine außerordentliche Freude, Herr Ackermann, Ihnen in Anerkennung dieser Leistungen und wegen des Geldes in der Hoffnung auf weitere solche Leistungen den diesjährigen Leibniz-Preis überreichen zu dürfen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht Herrn Lutz Ackermann den Würde.
Leistungen zur Förderung seiner zukünftigen Arbeiten den Förderpreis für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland im Gottfried-Leibniz-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft Berlin den 15. März 2017. Herzlichen Dank.